Hallo YouTube und willkommen zum neuen Technik-Faultier-Video. Heute dreht sich einmal alles um den Amazon Echo Sub oder auch den Echo Sub, den Subwoofer von Amazon. Den habe ich jetzt genau seit 2 Monaten im Einsatz, im normalen Alltagseinsatz, aber auch auf Feten. Der musste mit mir Silvester feiern. Ich habe ihn mit anderen Lautsprechern verglichen, egal ob Sonos, Apple HomePod, meinen Sony-Lautsprechern. Und weil viele danach fragen, gibt es jetzt einfach mal so einen Testbericht. Oder ich versuche einfach mal zu erklären, warum ich finde, dass man den Sub noch nicht kaufen sollte, noch nicht kaufen kann, denn er ist in meinen Augen noch nicht ausgereift. Das hat aber weniger mit dem Klang zu tun, sondern es gibt noch viele Kinderkrankheiten, die Amazon erstmal mit ein paar Software-Updates beheben sollte. Aber der Reihe nach. Also, den Sub hat Amazon rausgebracht, weil egal ob welche Ecosysteme, seien es die Dot, die normalen, die Pluser, die Proer, was Amazon da inzwischen alles rausgebracht hat, da sagten dann viele, klingt ja auch ganz gut, ne, und für den Preis ist das alles toll und ich mag auch mit dem digitalen Assistenten von Amazon reden, ja, aber so ein bisschen mehr Bass wäre schön. So, Amazon hat drauf gehört und bringt den Sub. Und Nummer 1, kritisieren viele oder fragen auch viele, gibt es denn auch in Weiß? Leider nein. Das wäre was ich mir sehr wünschen würde. Gibt es leider nicht. Nummer 2, ich brauche einen relativ neuen Echo-Anlernlautsprecher, um den damit zu koppeln. So, ich kann den Sub schon mit einem Echo, sei es jetzt hier ein Echo Dot der neuesten Generation plus Pro zweiter Generation, kann ich den schon nutzen und habe dann sozusagen einen Lautsprecher plus mehr Bass. Aber in meinen Augen ganz, ganz, ganz klar, ich habe ihn mit verschiedenen Sachen getestet, aber ich gebe hier so viel schon mal die Empfehlung, wer in diese Richtung gehen möchte, der koppelt den bitte direkt mit 1, 2 anderen Echo-Lautsprechern und macht daraus dann so ein 2 plus oder 2.1 System. Ganz, ganz, ganz klar, da klingt es dann vernünftig. Und ich sage immer wieder bei diesen Subdingern, die machen Brumm, die machen Dröhnen. Da sagen viele, das sollen sie ja nicht, aber in meinen Ohren machen sie das. Sie sorgen für einen vernünftigen Bass. Und gerade wenn man damit was Basslastiges hört, dann fetzt die Kiste hier auch schon. Für einen Preis UVP bei Amazon von 130 Euro, wobei bei den ganzen Bundles, da gibt es den eigentlich schon zwischen 90 und 100 Euro. Und wenn man das Ganze noch verrechnet, dann gibt es den bestimmt noch günstiger. Und wenn Amazon da mal in Produktion vernünftig kommt, dann wird der wahrscheinlich noch günstiger sein. Und klanglich finde ich das Ding oder finde ich die Kombination, finde ich gut. Ich mag auch inzwischen schon die Kombination aus 2 einfachen Echo Dots der 3. Generation und dem Ding. Wenn man die ein bisschen weit auseinander verteilt, das Ding dazwischen stellt, da kommt was raus. Oder auch mit den größeren, da kommt natürlich nochmal mehr Klang raus. Und wenn ich dann die Preise dann gucke aus diesen Kombinationen, die dann irgendwo zwischen 200 und 230 Euro gehen, je nach gebundelten Echos, finde ich das toll. Natürlich sage ich dann auch, so im direkten Vergleich, vielleicht, also ein HomePod von Apple klingt hier und da gerade in den mittleren Klangdingern nochmal besser. Oder ein Sonos Play 5. Aber die kosten dann natürlich mehr. Also ich bin hier gerade so preis-leistungsmäßig und gerade wenn man in diesem Alexa-Kosmos sein möchte, finde ich das gar nicht verkehrt. Auf der anderen Seite mein Sony X99er, wenn ich an den einfachen Echo Dot ranhänge, dann hält der auch ganz schön mit. Also das ist auch vor allem klanglich dann, gerade wenn es nicht so basslastig werden soll, doch die bessere Lösung. Aber das ist, da ist man dann preislich auch. Das waren damals 600 Euro UVP. Ich glaube, den gibt es heutzutage gar nicht mehr. Und deswegen sage ich, dieses Klangliche, für preis-leistungsmäßig finde ich das gut. So, jetzt denkt ihr euch bis dahin, super Faultier, warum soll ich mir das denn nicht besorgen? Weil gerade die Kommunikation mit Alexa, jetzt habe ich es gesagt, Entschuldigung, wenn bei euch jetzt die Geräte angehen. Also, gerade die Kombination mit Alexa, ich mache es mal gerade wie die Amis, es gibt tierische Verzögerungen. Das ist nicht ausgereift. Und ich meine, ich habe sie jetzt 2 Monate im Einsatz. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es kam ein Update, das hat aber auch nichts wirklich gerissen. Und Alexa reagiert entweder gar nicht oder stark verzögert oder wenn man es dann in dieser Kombination mit Sub und Echo benutzt oder vor allem in 2.1, das hat so viele Kinderkrankheiten, dass dann ein Lautsprecher weiter dröhnt und die anderen dann leiser werden oder man hat es, das Signal wird verarbeitet und nicht wie sonst immer, dass man die Antwort relativ schnell bekommt, innerhalb von einer halben Sekunde bis 1 Sekunde, maximal 1,5 oder 2, sondern dass man da auf einmal
5 Sekunden auf eine Antwort wartet. Und das liegt ganz klar in der Kombination von zwei Lautsprechern und dem Sub. Viele berichten auch, dass sie diese Probleme haben, wenn sie allein ein Lautsprecherpaar verbinden. Aber das ist ganz klar nicht ausgereift. Dieses normale Lexa-Erlebnis, was man hat, wenn man diesen digitalen Sprachassistenten denn nutzen möchte, das ist kein schönes Erlebnis mehr damit. Und deswegen sage ich ganz klar, die Kiste ist nicht ausgereift, da müssen ein paar Updates kommen. So, und das können dann die Antwortverzögerungen. Dann habe ich gerade erwähnt, dass die einen Lautsprecher weiter dröhnen, der andere wird leiser oder dann dudelt die Musik auf einem Lautsprecher noch und die anderen sind stumm. Das ist grausam. Und vor allem, wenn man es dann so nutzt in diesem 2.1-System und Lexa antwortet dann, die antwortet dann nicht aus dem kompletten System, sondern nur aus einem. Das ist total... Ich weiß nicht, wer sich das bei Amazon ausdenkt, dass wenn man da sozusagen Schall aus drei Systemen oder drei Lautsprechern kommt, in Kombination rüberbekommt und wenn man dann mit Alexa redet, dann kommt das nur noch aus einem. Also das ist nicht wirklich befriedigend. Wenn man dann die größeren Echos nimmt, da merkt man richtig, bei den kleinen, da hat man nicht wirklich Bass. Bei den größeren ist das auch in Kombination mit dem Subwoofer. Da fehlt dann bei denen der Bass. Die versuchen das als Kombination rauszuhauen, ähnlich wie bei den inzwischen per Update nachgereichten Equalizer-Einstellungen. Da kann ich auch nichts vernünftig von Hand justieren. Da habe ich irgendwie 3, 4, 5 vorgestellte Amazon-Dinger, aber ich kann es nicht vernünftig anpassen. Allein das ist was, wo ich mir denke, Amazon kommt in die Puschen. Ich möchte die Dinger vielleicht wirklich genau an meine Ohren anpassen oder bietet doch da mal ein vernünftiges Raumerkennungsfeature. Ich meine, es ist ein Lautsprechersystem mit Mikrofonen. Die können auch den Schall vernünftig vermessen und dass es dann nochmal besser klingt oder besser angepasst wird. Allein da könnte ich mir auch nochmal was vorstellen. Warum es Punkt 3 noch nicht ausgereift ist. Dieses System funktioniert nur über, ich sag mal, WLAN. Wenn man es über WLAN und die Streamingdienste benutzt. Wer damit auf die Amazon-Bibliothek zugreifen will oder so einen Musikdienst wie Spotify mit kombiniert. Dann, okay, passt es mit den Problemen und mit den Verzögerungen. Was aber nicht klappt, wo dieser Sub stumm bleibt, was Amazon aber inzwischen auf der Homepage auch sagt, das hatten sie früher nicht, dass der Subwoofer stumm bleibt, wenn man ihn oder einen von den Lautsprechersystemen zum Beispiel per Klinke an den Fernseher anschließt, könnt ihr knicken. Also es geht nicht. Wer damit jetzt denkt, bumm und dröhnen am Fernseher, nein. Und wenn ihr die Dinger direkt per Bluetooth ansprecht, auch nichts. Da bleibt das System, der Subwoofer bleibt stumm. Und das finde ich sehr schade. Auch das ist wieder was. Liebe Amazon-Programmierer, reicht das bitte als Software-Update nach? Natürlich wird die Zukunft so sein, dass man das irgendwann mit den Fire-TVs von Amazon bundeln kann. Ne, dann kann ich das System dann auch am Fernseher nutzen. Hoffentlich dann auch mit dieser Version und nicht, dass ich dann das nur mit der neuesten kann und dann wieder neue Geräte kaufen muss. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Und wenn ich mir jetzt angucke, wie lange es die Dinger jetzt schon gibt und es läuft noch nicht rund. Es ist was, wo ich preis-leistungs-klanglich-mäßig sage, wenn ich diesen Amazon-Kosmos haben möchte oder diesen Lexa-Sprachassistenten haben will, dann ist das eine preiswerte Lösung, auch vernünftigen Standardklang zu bekommen. Ja, aber es steckt noch in den Anfängen. Das hat noch Kinderkrankheiten, die ich jetzt aufgelistet habe. Und deswegen, so sehr ich es mag, weil ich habe es ja im Einsatz, aber es beeinträchtigt das tägliche Hörvergnügen, Sprachvergnügen, wie auch immer man das nennen möchte, in dem Maße, dass ich sage, wartet bitte noch mit dem Kauf, wer sich das überlegt. So, ganz klar mal eine Ansage, dass ich sage, nur für experimentell Willige, die nicht warten können oder mit diesen Einschränkungen leben können, ja, aber für die breite Masse macht es keinen Spaß. Und das sage ich als jemand, als Lexa letztes Jahr, also 2016 sozusagen, das hat Spaß gemacht, das hat mir so viel Freude bereitet. In Kombination damit, mit diesen Kinderkrankheiten, mit diesen Aussetzern, mit dem ich verstehe dich nicht, ist das Murks, muss ich ganz klar sagen. Und vor allem auch noch eine murksige Sache, wenn man einen von den normalen Echos zu sehr an den Sub stellt, dann die Sprachqualität oder die Erkennungsrate geht ins Bodenlose. Die geht richtig runter, weil auch dieses System untereinander, bei einem ist es immer so, die Lautsprecher, die Mikrofone können den Lautsprecher gut ausblenden. Bei dieser Kombination habe ich auch das Gefühl, die kriegen das nicht koordiniert, was jetzt Nebengeräusche sind, die sie eigentlich selber erzeugen und selber ausfiltern können. Und dann sinkt die Spracherkennungsrate, wenn die Dinger zu nah am Sub stehen, wirklich dramatisch runter, dass man immer steht, ruhig, stopp, stopp, stopp. So, und deswegen Kinderkrankheiten, abwarten. Dauert noch was. Ein paar Updates, dann gucken wir uns das nochmal an. Das soll es aber auch gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.